Sie revolutionierten die Autowelt, brachten technische Innovationen oder bewegten die Massen. Automobile Meilensteine. Testfahrer Christoph Bauer fährt die wichtigsten Autos der Geschichte. Das Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg. Hier darf Christoph Bauer unter mehr als 210 Meilensteinen auswählen. Heute entscheidet er sich für ein Drehzahlwunder aus den 60ern. Den Honda S800. Heute verkauft Honda weltweit fast 4 Millionen Fahrzeuge und gilt als größter Motorradhersteller der Welt. Den internationalen Durchbruch als Automobilproduzent verdankt der japanische Konzern diesem zierlichen Sportwagen. In den 60er Jahren, da hatte man bei uns ja massive Vorurteile gegenüber japanischen Autoherstellern. Die Reisschüssel aus Fernost sei bieder, technisch veraltet und qualitativ minderwertig, hieß es damals. Als dann aber 1967 das erste japanische Automobil offiziell nach Deutschland importiert wurde, der Honda S800, da klappte manche Kinnlade ganz gewaltig nach unten. Und das hat einen Grund. Ja. 9000 Umdrehungen schaffte der S800. Und das 1967. Hondas Erfahrungen im Motorradbau lieferten das Know-how für den Hochdrehzahlmotor. Ingenieure der TH Braunschweig jagten das Triebwerk in den 60er Jahren angeblich auf über 12.000 Umdrehungen pro Minute. Dann gab es einen Knall. Der Motor hielt, doch der Prüfstand war kaputt. Was die Leistung pro Liter Hubraum angeht, da konnte es der Honda S800 sogar mit der damaligen Formel 1 aufnehmen. Aus 0,8 Litern schöpft er unglaubliche 67 PS. Das ist ungefähr so, als ob ein moderner Kleinwagen mit 1,6 Litern 135 PS hervorbringen würde. Und das ohne Turbo und ohne Kompressor oder sonstige Tricks. Da wundert es auch nicht, dass Honda-Motoren in der Formel 1 jahrelang die Nase vorn hatten, was die Drehzahl angeht. Bis zu 160 Kilometer pro Stunde schafft der Honda S800. Deutlich mehr als vergleichbare europäische Sportzwerge von Fiat, Triumph oder MG. Auch akustisch spielt der kleine Japaner in einer eigenen Liga. Yeah, Banzai! Der Sound ist unglaublich. Klingt wie ein Schwarm Hornissen im Sturzflug. Kamikaze-Hornissen. Mittelalter meets Hightech. Die toskanische Festung Monteregioni in der Nähe von Siena. Eine Traumkulisse für den bildhübschen Honda. Ist das nicht ein lässiges Gefährt, der Honda S800? Ein klassischer Sportwagen im Taschenformat. Aber das eigentliche Highlight, das sitzt hier unter der Haube. Ein Vierzylinder mit 0,8 Litern Hubraum, zwei oben liegenden Nockenwellen und vier Vergasern. Also, dass die Ingenieure von Honda das hinbekommen haben, ein reinrassiges Rennaggregat alltagstauglich zu machen, das grenzte in den 60er Jahren schon an ein Wunder. Und angeblich hat man sich bei Porsche ja auch einen S800 bestellt, um ihn dann zu sezieren. Gerade den Motor aus Studienzwecken. Also, wenn das kein Ritterschlag ist. Die elegante Linienführung erinnert, insbesondere in der ebenfalls angebotenen Cabrio-Variante, an klassische englische Roadster. Wie Triumph TR4 oder MGB. Die Karosserie ruht auf einem massiven Kastenrahmen, was das Lebendgewicht auf üppige 782 Kilogramm hebt. Für Fahrspaß sorgen der Schalthebel im Joystick-Format, das reichhaltige Instrumentarium und das Triebwerk mit hemisphärischen Brennräumen und nadelgelagerter Kurbelwelle. Sportwagentypisch lässt das harte Fahrwerk jeglichen Komfort vermissen. Speziell die hintere Starrachse holpert und hüpft über Bodenwellen. Der Honda S800, der ist ja gerade mal 3,33 Meter kurz und von geradeauslauf kann hier nicht die Rede sein. Man ist die ganze Zeit am Nachkorrigieren, aber das schärft die Konzentration und die braucht man hier auch, denn er tendiert ganz gerne dazu, urplötzlich vom Untersteuern ins Übersteuern zu wechseln und auch beim Bremsen. Ist großes Zehenspitzengefühl gefragt.
Mit Dunlop-Scheibenbremsen an der Vorderachse verzögert der Honda beim beherzten Tritt aufs Pedal zwar vehement, doch die Dosierbarkeit lässt stark zu wünschen übrig. Den Fahrspaß schmälert das allerdings kaum. Also, er macht ja echt Laune, aber man muss schon eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, denn ich weiß bis jetzt noch nicht, wo ich meine Füße hier unterbringen soll. Und ich musste vorhin aus dem Auto rausspringen, weil ich einen Krampf in der Wade hatte. Die Pedale liegen wahnsinnig nah beieinander und hier der Unterschenkel scheuert an der Handbremse und hier vorne am Lenkrad. Also ein Vorurteil wird definitiv bestätigt, Japaner sind kleiner als wir Europäer. Für den internationalen Markt war der Bonsai-Sportwagen nur bedingt geeignet. Die Verkaufszahlen blieben mager. Der mit ihm verbundene Imagegewinn für Honda und die gesamte japanische Automobilindustrie war jedoch unbezahlbar. Nur 11.000 Stück wurden vom Honda S800 gebaut und damit war er natürlich rein kommerziell gesehen ein absoluter Flop. Aber als erstes offiziell nach Deutschland importiertes japanisches Auto ist er definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Und selbst nach heutigen Maßstäben ist eine Spritztour im Honda S800 absolut einzigartig. So viel Fahrspaß kitzelt kein anderes Auto aus nur 0,8 Litern Hubraum.